Hallo, ihr mittelalterlichen Fans. Willkommen zurück hier bei Going Mad Medieval. Wir drehen hier wieder durch im Mittelalter. Oder einige. Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten hier manchmal los ist, aber nach den verstörenden Erlebnissen mit Odric letzter Nacht machen wir jetzt hier weiter. Was immer hier noch passiert. Seltsame Dinge gehen jedenfalls vor. Drei Siedler sind happy. Was immer das zu bedeuten mag. Ich weiß nicht, irgendwas muss ich falsch machen. Entweder, ja, weil alle nicht happy sind oder ein paar oder überhaupt jemand. Das ist alles sehr merkwürdig. Na gut, vielleicht freuen sie sich auch nur über den Regen, weil in England ist das ja das Schönste, was es gibt, wenn es regnet. Ich weiß es nicht. Also ist alles sehr seltsam. Aber das mit Odric, ja, das war seltsam. Auch Brent ist ja schon mal durchgedreht. Aber ich habe mal so nachgelesen bei den Known Bugs vom Entwickler auf dem Forum bei Steam. Das ist schon bei einigen vorgekommen und ist ein wohl bekannter Fehler, dass einige Figuren plötzlich, wenn sie auf dem Bett sind, seltsame Dinge machen. Also in eine komische Haltung gehen oder irgendwie so tun, als wenn sie am Arbeiten. Das ist wohl ein Programmfehler. Es gab auch Leute, die gemeldet haben, dass ihre Figuren plötzlich nicht mehr schlafen. Sobald sie ins Schlafzimmer gehen, stehen sie wieder auf und arbeiten. Bis zur totalen Erschöpfung und so weiter. Also gibt es immer noch ein paar kleine Bugs. Klar, das Spiel ist im Early Access. Es ist noch nicht komplett fertig. Es ist ein komplexes Spiel. Im Großen und Ganzen, hier sind sehr viele Dinge zu bedenken. Und die kleinen Bots, die hier so rumlaufen und die unsere Figuren hier darstellen, die haben natürlich auch vielleicht ihre kleinen Problemchen hier und da. Kann natürlich vorkommen. Wie gesagt, das Spiel ist nicht komplett durch und fertig. Es ist noch in der Entwicklungsphase und da kann natürlich alles Merkwürdige vorkommen. So, als Spieler ist man dann immer so ein bisschen überrascht über solche Geschichten. Ich mache mal einen Screenshot. Aber ja, gut, gehört natürlich auch dazu. Oh, hier haben wir Luxusessen hier stehen. Sehr schön. So, ich habe Odric jetzt diesen komischen Helm gegeben. Ich habe mal drauf entschieden. Sieht interessant aus, würde ich mal sagen. Ja. Aber da ja die nächsten Feinde bald vor der Tür stehen, habe ich mir gedacht, dann kriegt er wenigstens den Plattenhelm hier. Und wir haben ihm jetzt auch ein Schild gegeben und er hat auch einen Streitkolben. Und den Rest unserer Truppe müssen wir auch noch sehen, dass wir die ausgerüstet kriegen. Eomer ist schon fleißig am Basteln. Wird alle eine Rüstung haben. Und dann müssen wir gucken, was als nächstes passiert. Ich hoffe nicht, dass die nächsten Gegner auch irgendwann hier mit Belagerungswaffen oder so Späßchen hier ankommen. Dann haben wir aber richtig Freude, würde ich mal sagen. Uiuiui, naja, ich bin gespannt. Also, ja, und diese Fallen sehr effektiv sind, kann ich auch noch nicht sagen. Uff. Hier ist doch jetzt sehr viel zu ernten, Freunde. Was ist los? Macht mal hin. Hier ist eine Fläche, da ist nichts drauf. Wundert mich jetzt gerade. Oh, so, da müssen wir vielleicht mal was hinsetzen. Nein, kein Kohl, bitte. Können wir da schönes hinpflanzen. Kräuter haben wir ja. Haben wir draußen. Also ein Schaden würde hier noch mal ein paar Kräuter hinzusetzen. So. Oder? Die brauchen wir auch für die Bierherstellung, für die Heilung. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen zu viel. Hm. Ne, warte mal, dann machen wir was anderes. Draußen haben wir auch noch mal Kräuter. Da müssen wir schon. Ja, machen wir Runkelrüben. Jawohl, die gute Runkelrübe ist immer gern gesehen in jedem Eintopf. Na gut, ist ja nicht mein Problem, die müssen es ja essen. Guck mal, hier eine schöne Fahne, oder? Das macht doch was her hier. So, ich habe überall ein Dach, ne? Nicht, dass ich jetzt wieder mit dieser Hitze in den Räumen gibt es auch Probleme. Ich habe auch in den Foren gelesen, dass der eine oder andere Probleme hat mit Überhitzung zum Beispiel. Und das ist auch mit der, haben die Entwickler geschrieben, mit den Isolationswerten der Böden auch nicht so richtig funktioniert. Also, dass die teilweise im Sommer, es wird der Boden zu warm, isoliert überhaupt nicht, und im Winter wird es zu kalt. Also, die Böden haben nicht so wirklich die Funktion, die sie haben sollten, aber es wird wahrscheinlich natürlich irgendwann, denke ich nochmal, verbessert werden. Also, auch noch so ein Bug im Grunde, weil anscheinend ist es eigentlich komplett wurscht, was du hier für den Boden legst, ob der jetzt 0,6 Wärmedämmung hat oder aus Stein ist oder Holz, ist komplett wurscht. Ja, na gut. Ist halt so. Müssen wir erstmal mit leben. Irgendwann werden natürlich wieder ein paar Updates kommen, ein paar Bugfixes und vielleicht wird das dann irgendwann auch mal beseitigt. Das ist ja auch vielleicht eine Kleinigkeit, weiß ich nicht. Naja, jetzt haben wir hier, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben Frühling 14 Grad, also sind uns, das ist man ja gewohnt. Hier drin ist Bullenhitze hier. Aber er arbeitet auch, ne? Ach, ich habe ja auch noch zwei Öfen an. Den machen wir mal, oder machen wir den nicht weg? Den machen wir auch. Der sollte eigentlich eh aus sein. Den hat noch keiner ausgeschaltet. Wo ist der Hausmeister? Verdammt nochmal.
Gut, der schwitzt sich hier tot. Nicht, dass er irgendwann sagt, er kriegt einen Hitzekollaps oder so. Und ob sich das mit Winter- und Sommerkleidung auswirkt, würde ich auch gerne mal wissen. Er ist durstig. Vielleicht steigert er auch den Durst. Kann ja auch sein. Hm. Unsere Brauerei arbeitet jedenfalls am Anschlag. Okay, die fermentieren. Vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, zwei Brauereien zu bauen, weil wir haben jetzt genug Zeug eigentlich, was hier rumliegt. Muss man mal sagen. Na gut, wir müssen uns jetzt aber auch um wichtige Sachen kümmern. Wie gesagt, der nächste Angriff steht vor der Tür. Hier hat mir eine. Mal gucken, ob die Fallen ausreichen, die wir gebaut haben. Das ist zumindest immer noch unsere beste passive Verteidigung, die wir hier haben. Die kommen immer so seitlich an, ne? Die Typen. Von welcher Seite sie dann kommen heute, jetzt beim nächsten Angriff. Zum Glück haben wir ja nicht so viele Türen. Hier liegt Kohle auf der Falle. Was soll das, Freunde? Haben wir Kohle zu viel oder was? Ich wollte eigentlich hier umbauen, ne? Aber das müssen wir jetzt erstmal beiseite schieben. Weil wenn ich jetzt hier die Mauern anreiße, dann kommt der Gegner angelatscht. Ist auch nicht so schön. Hier liegt das Laub rum. Ist schön gemacht eigentlich. Also, obwohl die Grafik ja irgendwie karg ist in der einen Seite und eckig, ist auf der anderen Seite auch wieder teilweise sehr detailliert auf gewissen Sachen. Ne? Hier liegen die Blätter rum, die Bäume wachsen, haben unterschiedliches Aussehen, je nach Jahreszeit und Baumarten und so. Hier liegen Grippe rum, das ist natürlich nicht so schön, aber in einigen Sachen ist es doch schon auf eine gewissen Art und Weise, hat so einen Charme. Ja. Ich glaube, bei denen viel Futter, was wir haben, könnten wir wirklich eine zweite Produktionsstätte hier aufmachen, oder? Naja, okay. Da haben wir ja was gemacht. Im Grunde. Da könnte man auch noch ein Ding hinbauen. Das passt hier. Dann kann man hier noch ein bisschen weiter reinlaufen. So, das hat sich ja so halbwegs bewährt hier oben, das Ding. Sobald, ich hoffe, wir überstehen den nächsten Angriff hier. Dann können wir uns dann endlich mal... Oh, hier sind Pilze. Die sind aber auch nicht... Die sind auch im Wachstum erstmal. Ja. Auch die verändern sich mit der Zeit. Wenn die größer und wenn die wachsen, ausgewachsen sind, die auch höher. Also die haben natürlich schon ein paar Sachen hier einfallen lassen, die Leute. Das ist schon nice. Hier können wir schon mal direkt noch ein paar Gräber hinbauen. Vorsorglich. Ja. Ich hoffe nicht für unsere Leute. Ich möchte nicht, dass hier einer drauf geht. Was? Was ist hier gerade passiert? Warum liegt hier ein toter Bandit? Was? Was? Warum liegt der hier? Hat Eomir sich bei dem die Maße für die Rüstung geholt oder was? Was hat denn? Wollte er dem Essen knabbern oder was? Wie ist Kannibalen geworden? Warum liegt hier ein toter Bandit in der Schmiede? Ja, ich glaube, ich muss gleich ein Aspirin nehmen. Hier, das wird anstrengend. Was ist denn hier los, Freunde? Was macht der hier? Gut, der baut jetzt die Gräber da. Warum? Also, hä? Da muss ich später mal zurückspulen, ob der vorher da schon lag. Das habe ich nicht gesehen. Also, hier. Ja. Gewalttätige Erpresser, Barbarenmahlzeit, nennen die das. Das ist auch interessant. Haben die eigentlich immer dieselben? Ich komme mir sehr bekannt vor, das Bild hier. Bewaffnet, umgeschlacht und erbarmungslos schrien die umkreisenden Räuber ein schreckliches Ultimatum heraus. Ein komplizierter Satz hier. Ihr Überfall wurde schnell und brutal sein, es sei denn, du würdest ihnen sofort Lena übergeben. Sie wussten genau, was sie wollten. Ja, warum soll ich ihr die Lena geben? Haben sie einen Vogel oder was?
So, zu den Waffen! Hier kommen die Purschen. Die Fiesen, ne? Und die haben alle Hellebarden. Was hat der denn da für ein Instrument in der Hand? Das sieht aber nicht gut aus. Das ist ein riesen Kriegshammer oder was? Wir haben aber keine Bogenschützen dabei. Das ist aber nicht gut, glaube ich. Naja, gut. Ich meine, Bogenschützen ist gut, dass sie keine bei haben. Oh, wir kommen von der Seite. Das ist gut. Komm, Jung. Zu den Waffen! So, shit, jetzt geht's schon los. Dann müssen wir hier Esselflat und Sibyl auch zu den Waffen rufen hier. Wo ist sie? So, die kann schon mal gleich hier oben hin. Esselflat. Die kann sich hier oben postieren. Hier. Da oben! Ich hoffe, ihr kapiert das. Ich weiß nicht, wie die Wegfindung hier, die das immer so checkt. Oh Gott, oh Gott. So, sie läuft da hoch. Das sieht schon mal gut aus. So. So, die kann noch ein bisschen näher an die Balustrade ran. Dann ist auch die Reichweite größer. Weiß ja nicht, wie die laufen, die Typen. Wo sind die denn jetzt? Da. Ah, die sind noch in der Findungsphase. Okay. Gut für uns. So. Natürlich auch sehr eng hier, ne? Kann man sich eigentlich gut postieren und den kompletten Weg blockieren mit zwei Mann. Aber da die so schwer bewaffnet sind, habe ich doch so ein bisschen Befürchtung, dass die unseren Jungs hier überlegen sind. Ja, leider immer noch keine Rüstung hier fertig geworden in der Zeit. Okay, müssen wir mit dem leben, was wir haben. Zumindest haben wir jetzt drei Bogenschützen. Ich habe ja Lena auch einen Bogen gegeben. Herr Burger. Auch zu den Waffen. Geht vielleicht mal hier hin, falls einer von der Seite kommen sollte. So, gucken wir mal, was passiert jetzt hier. So, Sibyl ist hier parat da oben. So, dann gehen wir hier so ein bisschen näher dran. Dann haben wir den Bereich abgedeckt. Ach, Esselflat, jetzt nicht kapiert. Nee. Programm ist da so ein bisschen doof manchmal, was den Höhenunterschied angeht. Warum steht Brent jetzt da hinten und guckt das Gemüse an? Du Pfosten, hier. Dahin. So. Haben jetzt alle zu den Waffen gerufen. Caldwell. Der hat jetzt starke Waffe und auch eine Rüstung. Ah, Esselflat hat es kapiert. So, wo sind die Schweinehunde? Kommt her! Ihr habt keine Chance. Könnte auch sein, dass sie von der Seite kommen. Ne? Okay. Sind jetzt alle zu den Waffen gerufen. Ich habe einen vergessen. Dann baut er noch weiter Gemüse ab, während die anderen kämpfen. Oder geht schlafen. Das hatten wir auch schon mal. Ah, Odrik. So, dann stürmen wir auch mal hier in die vordere Linie hier. Die hat ein Schild und einen Streitkolben. Der Schild ist auch neu. Und das ist vielleicht so ein bisschen näher dran. So, dann haben wir diesen kompletten Frontbereich abgedeckt. So, ah, die gehen da lang. Also genau geradeaus, direkt ins Grab. Sehr schön, legt euch gleich rein. Das macht's einfacher für uns, Freunde. Das macht's einfacher. Eieiei. So. Zur Sicherheit schreiben wir mal, speichern wir mal.
Oje, oje. Dann mögen die Spiele beginnen. Sind die Fuzzis da? Da kommt schon der Erste. Das sind ja alles Nahkämpfer. Der rennt schon hier in seinen Tod. Ja, hier bin ich, Eorik. Da war ein schweres Ding da zu schleppen. Alles Schlagwaffen. Wir haben auch Schilde. Okay. Hm. Ich glaube, das könnte jetzt mal wirklich schwer werden für unsere Jungs und Mädels hier. Gut, unsere beste Nahkämpferin passt hier auf. Hier haben wir drei Mann. Ich hoffe, das reicht. Und unsere Bogenschützen, die ordentlich beschießen können hier. Geht sie doch ein bisschen mehr in die Richtung. So. Dann kann sie da auch parallel schießen. So, den haben wir schon mal beide getroffen. Und die können dann hier alle beschießen, die vors Tor gehen. Sehr schön, den haben beide getroffen. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Der ist, rennt jetzt nicht mehr so schnell zum Tor. Sie will auf den drauf, ja. Den haben wir auch getroffen. Oh, hier waren welche. Rum. Laufen. Die wollen nochmal stoppen. Falle hat viel Funktion. Attackiert den hier. Der ist dann auch unter Beschuss. So, haben alle was verpasst bekommen. Können die den treffen? Wahrscheinlich nicht. Sie könnte ihn treffen. Diesen Ion! Schieß den Ion! So, mal sehen. Wir haben jetzt schon mal gut dezimiert. Also geht nichts über... Macht den, was macht Lina denn jetzt? Dann geh hier hoch. Hier oben hin. So. Die haben wir schon mal dezimiert. Die sind Uthred. Uthred ist kein guter Name. Die haben es immer faustdick hinter den Ohren. Da müssen wir ordentlich einen drüber geben. Jawohl. Treffen, treffen, treffen. Macht sie nieder! So, Lena. Schießt auch auf den. So. Allein mit den Bogenschützen haben wir sie besiegt. Die belagten Siedler wurden im Jahr des Frühlings, im Frühling des Jahres 1354 angegriffen. Ihre Tortur dauerte 3 Stunden und 24 Minuten. Die Zeit vergeht echt schnell. Zum Glück überlebten alle Siedler den Überfall. 6 eingeschworene Feinde starben während des Kampfes. Aethelflaed Gale war am tapfersten, denn den Siedlern versetzte dem Feind die meisten Schläge. Glücklicherweise wurde kein Siedler durch feindliche Waffen verletzt. Also hier sieht man die Überlegenheit von Bogenschützen gegenüber den Fußtruppen. Interessant. So, jetzt können wir auch den letzten hier noch schießen. Oder den hier. Ja, der ist zu weit weg. Den kriegt er nicht mehr, Jungs. Den kriegt er nicht mehr. Ja, ist egal. So, können wir die alle demobilisieren. So, wir können dann direkt hier die erste Leiche wegmachen. Und Brent läuft tapfer dem Feind hinterher. Wollt ihr ihn noch erwischen? Nein, dafür ist er dann zu langsam. Na gut, dann gehen wir zurück an den Tagwerk. So, mal gucken, wer ist denn jetzt noch mobilisiert? Einen vergessen? Nee, gut. So, wunderbar, unsere Bogenschützen haben es hier gemacht. Auch die Lena hat was getroffen.
Sehr schön. Obwohl sie nur Schütze 7 ist. Aber mehr getroffen als brennt in seiner ganzen Karriere. So, ja, dann haben wir ja wieder Gräber zu füllen. Die ganzen, die liegen hier den Fallen. Das sieht nicht appetitlich aus, Freunde. Was haben wir denn Ding hier? Zwei Handstreikkolben aus Eisen. 4,44. Das ist aber ein guter Wert. Der hat einen Zweihand-Kriegshammer. Der kann natürlich dann keinen kein Schild tragen in dem Augenblick, unser Krieger. Winterkleidung, Winterkleidung. Hier haben wir noch ein Holzschild, der ist aber schon recht kaputt. Ein Helm aus Leder. Oh, der sieht aber gut aus. Er hat gute Trefferpunkte noch. Der ist noch relativ unbenutzt. Ein Holzschild. Das ist kein Buckler, oder? Das ist ein Buckler. Der ist relativ mau. Helm aus Leder. Ja, den Schild können wir ja mal gebrauchen. Was haben wir hier sonst noch rumliegen, Zeug? Der sieht auch noch okay aus. Hier haben wir auch noch einen Helm. Der ist zur Hälfte runter. Also der wäre noch solide. Das ist verdeckt. Streitkolben. Was ist das hier? Wenn wir nie erfahren. Weil die Falle da drüber ist. Ja, da, Winterkleidung aus Leder. Das ist, die kann man eher recyceln. Die Rüstung haben sie jetzt irgendwie nichts hier. Hm. Der hat ein Ebenenproblem hier. Hier ist eine Rüstung aus Leder schwach. Hm. Da kann ich auch eine neue herstellen, würde ich mal sagen. Die ist okay. Die können wir recyceln. Halleluja. Wir können die alle recyceln, das ist ja das Schöne. Das ist nur eine Kettenrüstung aus Eisen. Hm. Auch nicht übel. Die hat eine schwache Rüstung aus Leder. Die ist auch. Oh, die ist aber auch nicht mehr gut. Man könnte sich eigentlich hier die Kettenrüstung schnappen, der Kerl will. Oder die solide Rüstung aus Leder hier. Die hat 7,5%. Die hat hier überhaupt keine Rüstung mehr. Und die Herr Burger, was hat die? Eine Rüstung aus Leder, die ist solide. Die geht noch. Odrik hat eine Leinengambeson, 5,6%. Und brennt. Hat gar nichts. Oh. Okay, dann kriegt. Brennt die Kettenrüstung. Dann hat er zumindest. Ja, hat er hauptsächlich meine Rüstung auch. Er hat ja auch eine Kettenhaube. Zumindest der Kopf ist geschützt. Das ist bei ihm das empfindlichste eh. Er hat einen Beil mit 3,54 Trefferpunkten. Könnte mir die was Besseres geben? Das ist aber eine Zweihandwaffe. Das ist natürlich doof. Hm. Und ein Holzschild. Solide. Der ist auch nicht mehr der Beste. 31, 21, 31. Hm. Ja, Zweihandwaffen sind blöd. Dann kann er kein Schild tragen, ne? Die sind natürlich auch langsam zum Benutzen, aber wenn man einmal zuschlägt, hat man wahrscheinlich auch dann direkt ordentlich Bums gemacht. Zonk. So, jetzt sieht er hier schon fast wie ein Ritter aus. Komm, dann nimm dir hier auch den Schild. Hast du zumindest einen besseren, als du jetzt hast. So. Dann ist der Junge schon mal ganz gut gerüstet jetzt. Und waffenmäßig, ja, was die hier haben fallen lassen, macht jetzt nicht mehr Schaden als das, was er hat. Bringt uns also so gesehen nichts. Was hat der hier noch liegen? Ein Helm.
Hier sind auch nochmal eine Rüstung aus Leder und auch ein Zweihandstreitkolben. Und sonst noch einen liegen, die wir plündern können hier? Nee, ne? Das sind alle. Okay. Ja. Gut. Der hat einen Streitkolben. Oh, der ist nicht mehr so gut. Den könnte man einen von diesen Streitkolben hier geben. 3,16 Schaden. Der macht 2,33. Dann hätte er zumindest einen, der braucht 3,16. Und das ist so ein Zweihand-Ding. Zweihand-Kriegshammer. 4,22. 4,44. Hm. Was hat der hier? Streitkolben mit Flansch. Okay. Mit Flansch. Was immer das bedeutet. Gut, dann kriegt er noch einen Streitkolben. Rüstungswert. Ja, diese war schon ein bisschen runter, ne? Seid ihr hier? Die Rüstung aus Leder macht zumindest mehr Rüstung als der Leinengambeson. Er hat 5,61 und er hat 6,8 Rüstung. Die ist aber ganz gut, was sie hat. Und die Leidenrüstung hält nicht so viel aus. Die ist schon relativ runter, ist das Problem. Dann nimmt er so lange die. So. Und dann kann er sich eigentlich auch um die Leiche hier kümmern. Statt da einfach vorbeizulaufen, du Vogel. So. Wer hat mir denn noch mit der Zweihandwaffe? Mit der Berdiche aus Eisen. Die hat 3,28 Schadenspunkte. Die Rüstung ist noch relativ gut, die er hat. Der Helm ist auch okay. Der ist ja, glaube ich, fast neu. Vielleicht gebe ich ihn eine von diesen neuen Zweihandwaffen. Streitkolben, der ist zur Hälfte runter, der ist noch ganz gut. Der Zweihandkriegshammer, 4,2, sehr hoher Rüstungsschildschaden, hoher Gebäudeschaden, also das ist, um Gebäude einzuschlagen. Hoher Rüstungs- und Schildschaden, sehr hoher Rüstungs- und Schildschaden, kann ich ja schon beschreiben. Und auch hoher Rüstungs- und Schildschaden. Die harten Kanten dieses mächtigen Streitkolbens beschädigen den Plattenharnisch und zermalmen den Träger. Sieg, Sieg. Braucht er 10 Nahkampf. Oh. Geringe Rüstungsdurchdringung. Ha. Du hast einen hohen Schaden an Rüstung und Schilden, machst aber, kommst bei Rüstung nicht gut durch. Ja, weil er nur so ein Knüppel ist, ne? Und hier das Ding. Auch. Auch. Sehr hoher Schaden. Verbeult sein Selbstvertrauen. Der braucht ja 10 Nahkampf. Aber ich dachte, wer kommt jetzt, aber es ist ja er mit seinem hörender Jäger, da kommt er. Das sieht komisch aus mit diesen ganzen Händen da. Jetzt hätte irgendeine Abstimmung gemacht und dagegen entschieden. Tja. Was hat denn der für Werte? Kann er überhaupt Nahkampf 10? Weil dann bringt es ja nicht so viel. Er hat Nahkampf 0. Wie geht das denn? Dann kann er diese Waffen nicht tragen. Das ist interessant. Da ist absolut im Nahkampf eine Pfeife. Okay, aber er lernt langsam dazu. Ja, dann brauche ich ihm auch keine andere Waffe geben, weil er macht damit eh keinen Schaden wahrscheinlich. Und er kann sie gar nicht nehmen, weil er hat die nicht die Voraussetzung für.
Halleluja, das ist ja gut. Wer hat den Nahkampf 10? Ich habe nur Pfeifen hier. Nahkampf 9 bringt mir jetzt aber auch nichts. Herr Burger. Und Brand. Ausgerechnet Brand. Ja. Außer Brand und Herr Burger. Oh, da könnte man noch einen Helm gebrauchen. Tja, was machen wir da jetzt? Die hat mit ihrem Kurzschwert, ist sie eigentlich ganz gut und das macht auch einen guten Schaden. Fingermann 7-4. Aufschlitzen von Gegnern in Rüstung. Also, es ist eine gute Allzweckwaffe eigentlich. Holzbuckler müsste auch mal erneuert werden. Ich könnte natürlich dann Brent, dann lassen wir Eoy mehr mit seinen komischen. Mit seiner Hellebarde da. Ja. Er hat ja, er kann sie ja nicht nehmen, die Sachen hier, ne? Das ist ja das Problem. Oder wir geben ihm eine Einhandwaffe und ein Schild. Aber Einhandwaffe mit Problem muss nah an den Gegner ran und der Berdiche hier kann er sich die vom Hals halten. Und im Streitkolben muss er auch für den Gegner drauf. Sachen alle mal. Die kann man ja alle jetzt recyceln. Tja. Oder wir geben Brand hier die Waffe. Lena ist hungrig, die ist noch wach. Und dann kriegt er halt kein Schild und keine Einhandwaffe. Gut, müssen irgendwie Kompromisse eingehen, geht nicht anders. So. Aber die sind auch hier wach. 23 Uhr. Interessant. Gut, gut. Paar Pennen ja schon. Keine Verletzten auf jeden Fall. Das ist schon mal echt gut. Rüstungsleder sind in der Mache, ja. Hier müssen wir auch mal recyceln. Diese Ständer wird nie was gebracht, habe ich das Gefühl. Die sind so unnütz, irgendwie. Funktionieren gar nicht, irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber gut. Ist jetzt so, hier liegt ja auch nochmal drum. Was haben wir denn da? Ach, das ist vom letzten Mal noch. Ich komme ganz durcheinander bei den ganzen Angriffen hier. Was ist denn mit diesem Stab eigentlich? Könnt ihr ja dieses Ding nehmen?
Die reparieren die Fallen. So, wir brauchen noch ein paar Leute. Die sich um die Leichen hier kümmern. Brennschmiede, das soll er auch. Die kümmern sich um die Ernte, ist natürlich auch wichtig. Sebel ist am Ofen am Anstochen hier, das ist gut. Die Fallen hier müssen auch repariert werden. So. Ernte ruiniert, was ist denn da passiert? Oh! Da ist schon einer unter die Erde gebracht worden, habe ich gar nicht mitgekriegt. Gut, dann machen wir noch ein paar Gräber. Und dann geht's wieder hier. Es wird ja langsam mal mehr hier. Also, ja. Ich glaube, ich muss hier bald woanders einen Friedhof anlegen. Das wird ja immer schlimmer hier. Heieiei. Die kann ich abreißen? Was passiert dann? Kommt der dann wieder raus oder was, der Tote? Das will ich mal sehen. Da will ich gerne mal wissen, was dann passiert. Nur so aus Spaß. Und Brent, ja. Brent sollte... den geben wir hier diesen Zweiern Kriegshammer. So, und dann ist das hier die mächtigste Schlagwaffe, die wir haben. Gucken wir mal, ob er damit was anfangen kann. Wahrscheinlich haut er sich damit selber auf den Fuß oder so. Aber wir schauen mal. So. Mann, oh Mann. Ein Rüppelhasi. Kommen wir da dran? Nee. Das ist irgendwie unten. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber immerhin, wir haben den Kampf überstanden. Die Feinde wieder mal besiegt. Hier ist ein toter Baum. So. Dann können wir uns ja jetzt dran machen hier. Und die wir reichlich geerntet haben auch. Hier dann weiterzumachen. Hier wächst, okay. Wunderbar, wunderbar. Warum wächst da nichts eigentlich? Vielleicht, weil ich da was abgeschnitten habe, das ist natürlich möglich. That's possible, friends and other people. So. Nochmal auffällen. Hey, hey, hey. Ja, da haben wir schon wieder die Schlacht hier überstanden über Sumpftown. Wie viel dabei hat jetzt in Folge? Da geht ja jetzt praktisch Schlag auf Schlag hier. Ja, aber im Grunde kann man fast sagen, nach jedem, den man aufnimmt, hat man einen Tag später irgendwie ein Problem. Die beten sich hier einen Wolf. Warum ist der unzufrieden? Was ist los mit den Jungen? Ja, wir sind gut ausgerüstet. Der ist auch gut. Was hatte er noch? Ah, der Helm ist scheiße, ne? Komm, dann nimm den hier. Der hat einen Rüstungswert von 7,53 und deiner. Der ist ziemlich runter. Gut, nimm den Helm da. Und sie hat ein Käppchen.
Na gut. Jetzt auch ein wilder Plattenharnisch. Der ist auch nicht mehr so gut, ne? ...3,61. Das Ding hat ja überhaupt keine Panzerung mehr. Also wenn die in den Fallen liegen, wird es schwierig, die zu treffen, die Sachen. Dann nimmt sie das. Besser als das, was sie jetzt an Rüstung hat. So, jetzt 5% Körperrüstung. Kann Pfeile aufhalten. Ja, als Bogenschützin ist das ja auch gar nicht schlecht. So. Ah ja, guck an. Da taucht der Tote wieder auf. Okay. Man kann die wieder ausgraben. Also die gehen nicht, gehen nicht zum Herren über, sondern wir weg. Hier, bleiben da. So, die Leichen. Interessant. Also gucken wir mal. Kann ich in 10 Jahren hier auch noch ausgraben? Sehr interessant. Naja, okay. Gut, Fleisch kann verrotten, aber die Leichen hier anscheinend... Keine Ahnung. Also irgendwann habe ich ja wahrscheinlich Gräberfeld bis hierhin. Ich weiß es nicht. Das brauche ich nicht unbedingt, muss ich sagen. Naja, gut. Wir haben es überstanden. Große Schlacht geschlagen. Wir haben gewonnen. Ich hatte eine andere Befürchtung, nachdem sie so schwer bewaffnet ankam. Aber man muss sagen, die Gegner haben sich ziemlich dumm auch angestellt. Haben sich von unseren Bogenschützen ja, abschießen lassen, was auch ganz gut ist. Gut, dass wir jetzt eine dritte Bogenschützin haben. Wenn die besser wird, dann könnte man dir auch einen großen Bogen geben. Sibyl könnte man eigentlich einen großen Bogen geben, sehe ich gerade. Das machen wir dann auch mal. Und dann, ja, gucken wir mal in der nächsten Folge. In Going Mad Medieval. Wenn wir hier keine Schlacht mehr schlagen müssen, dann erweitern wir unser Örtchen. Erschließen neue Gründe und vielleicht überlegen wir auch noch, dass wir mit den Feldern was anderes machen. Dass die mehr innen in der Burg liegen und so. Schauen wir mal. So viel Platz haben wir letztendlich... auch gar nicht mehr so viel. Wenn man mal guckt, wir haben auch eine kleine Karte. Also das hier können wir noch alles für unsere Burg nehmen. Da wird es schon wieder eng. Und dann kommt der nächste Gegner schon praktisch direkt ans Tor. Na, da müssen wir auch gucken. Vielleicht müssen wir auch mal in die Höhe bauen. Das kann man hier ja auch. Da müssen wir mal gucken, wie das geht. Das haben wir auch noch nicht ausprobiert. Aber das schauen wir uns dann beim nächsten, übernächsten Mal an. Und dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Going Medieval. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.